Feuer auf den Satelliten ab. Kein Waffenstillstand. Verdammt! Warum, George? Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Die Franzosen abziehen zu lassen, verzögere nur den unausweichlichen Konflikt, in welchem er derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen. So ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch nicht. Weit weg von der Heimat unsere Truppen verteilt. Und ich fürchte, Braddocks Blutdurst macht ihn leichtsinnig. Er bringt seine Männer in Gefahr. Ich möchte keiner Mutter oder Witwe die Todesnachricht bringen, nur weil Bulldog sich etwas beweisen musste. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht er nach Port Duquesne, vermute ich. Letztendlich. Der Marsch nach Norden wird dauern. Eine Abschrift der Pläne liegt im Kommandozelt, falls ihr sie sehen möchtet. Wenigstens wird es bald zu Ende sein. Ich hab's versucht. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß. Diese Karte wird sicher nützlich sein. Ich muss sie finden. Zurück mit dir, du mieser Feigling!
Wie sieht's aus? Braddock ist fort, um Truppen zu sammeln. Sie marschieren nach Fort Duquesne. Aber es dauert, bis sie bereit sind. Wir haben Zeit, etwas zu planen. Nicht nötig. Wir lauern ihm auf, hier in Flussnähe. Geh und hol deine Leute. Ich hole die meinen. Ich lasse dich wissen, wenn es soweit ist.